Ich möchte vorausschicken, dass wir ärztlich an diesem Fall Timoschenko involviert sind, dass wir keine politischen Absichten haben oder politische Themen zu bearbeiten haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir das erste Mal am 13. Februar Frau Timoschenko in der Strafkolonie in Kharkiv untersuchen konnten. Wir haben daraufhin einen Bericht verfasst, der in den ukrainischen Medien, soweit uns das zugänglich war, mittlerweile auch zumindest in Teilen veröffentlicht wurde. Wir haben dann am 7. März einen weiteren Termin in Kiew gehabt, wo wir mit der Staatsanwaltschaft, mit der Generalstaatsanwaltschaft und mit den Behörden des Strafvollzugs der Ukraine über das weitere Vorgehen verhandelt haben. Und wir haben am 13. April eine Besichtigung des Krankenhauses durchgeführt und gleichzeitig Frau Timoschenko ein zweites Mal untersucht. Wir, das ist Professor Haas, der hier links neben mir sitzt, der ist Orthopäde. Ich bin Neurologe und Vorsitzender der Charité. Der Grund, warum wir diese Pressekonferenz machen, ist, weil sich jetzt ergeben hat, dass durch offenbar eine Verlegung in dieses Krankenhaus, die gegen den Wunsch von Frau Timoschenko, soweit wir aus der Presse entnehmen konnten, dazu haben wir keine offiziellen Verlautbarungen, dass durch diese Verlegung ein weiterer Konflikt, eine weitere Eskalation der Gesamtsituation entstanden ist. Es soll dabei zu Gewaltanwendung gekommen sein, das können wir aber nicht überprüfen, das nehmen wir auch nur zur Kenntnis, dass dies gewesen sein soll. Es ist nun, und das ist der weitere Grund für diese Pressekonferenz von der ukrainischen Regierung über den Außenminister, der Wunsch an uns herangetragen worden, dass wir in der Ukraine die Behandlung von Frau Timoschenko unternehmen. Wir, das ist die Charité, die ja bisher schon, wie ich gehört habe, mit diesem Fall involviert war. Ich will gleich Ihre Frage vorwegnehmen, werden Sie das tun oder nicht? Die Antwort ist, wir sind gerade dabei, sehr intensiv zu prüfen, ob dies aussichtsreich ist im Sinne eines Behandlungserfolges und natürlich auch, ob es durchführbar ist. Ich werde Ihnen gleich erläutern, warum dies keine ganz einfache Antwort ist. Unabhängig davon sehen wir allerdings einen Grund, Frau Timoschenko jetzt nochmal in kurzer Zeit zu besuchen. Wir fühlen uns dieser Patientin, die jetzt auch unsere Patientin ist, herzlich verpflichtet. Und wir glauben, dass durch diese Eskalation und durch den Hungerstreik, den sie seit mittlerweile, glaube ich, 7 Tage durchführt, die Probleme so eskaliert sind, dass es hier wirklich wichtig ist, dass nochmal eine ärztliche Einschätzung auch unsererseits gegeben wird. Nun zu der Frage, ist das Krankenhaus in Kharkiv, das war ja eigentlich der Gegenstand des Gutachtens, geeignet, dass wir dort die Behandlungen entweder mit oder ohne Charité durchführen können. Dazu wird mein Kollege Haas gleich einige Ausführungen machen und wird Ihnen erklären, was wir dort vorgefunden haben und wie wir das zu beurteilen haben. Ich will aber schon vorweggreifen, dass es nicht allein die Ausstattung eines Krankenhauses ist, die darüber entscheidet, ob eine Therapie in dieser schwierigen Situation erfolgreich sein wird oder nicht, sondern dass es weitere Faktoren sind, die dazukommen. Das Problem von Frau Timoschenko ist, wie Sie wissen, ein Bandscheibenvorfall, der am 5. Oktober zum ersten Mal stattgefunden hat. Und es gab vermutlich einen zweiten Vorfall am 5. November oder eine Verstärkung des Vorfalls, das kann man nicht auseinanderhalten. Und sie hat seit 5. Oktober heftige Schmerzen. Das Problem ist nun, dass ihr lange Zeit ganz offensichtlich nicht von allen oder vielleicht nur von wenigen geglaubt wurde, dass das eine echte organische Erkrankung ist. Man hat wohl vermutet, dass sie stimulieren würde. Ich kann Ihnen sagen, dass wir, das haben wir bereits im Februar auch öffentlich gesagt, dass sie mit Sicherheit einen Bandscheibenvorfall hat. Dieser lässt sich auch in Kernspintomografischen Bildern zeigen. Das sind die Kernspintomogramme, die am 7. Januar in der Ukraine angefertigt wurden. Auf diesen Bildern sieht man eindeutig einen Bandscheibenvorfall. Es gab dann noch die Frage, ob denn jeder Bandscheibenvorfall zu solchen Beschwerden führen muss. Und die Antwort ist natürlich nein, das muss er nicht. Und deshalb war wieder die Frage, ist sie möglicherweise, simuliert sie oder aggraviert sie zumindest. Aggravieren heißt,
verstärkt sie ihre Beschwerden, die sie angibt. Frau Timoschenko müsste Hellseherin sein, wenn sie uns hier etwas vorgemacht hätte. Denn sie hat in ihrer Schilderung der Beschwerden exakt die Beschwerden beschrieben, die für einen Bandscheibenvorfall in der Höhe L3, das ist die Wurzel zwischen dem dritten und vierten Wirbelkörper, exakt die Beschwerden hat sie uns beschrieben und die hat sie auch schon in der Zeit zwischen Oktober und Januar beklagt. Damals wusste sie ja noch gar nicht, dass sie einen Bandscheibenvorfall in der Höhe haben würde, weil sie erst am 7. Januar ein Kernspintomogramm bekommen hat. Also wir schließen aus, dass es hier zu einer Simulation vorliegt oder eine Aggravierung vorliegt, weil wir wissen, wie heftig Schmerzen bei Bandscheibenvorfällen sein können. Das Hauptproblem der jetzigen Therapie besteht im Wesentlichen darin, dass Frau Timoschenko keinerlei Vertrauen in die ukrainische Medizin hat. Dieses begründet sie mit einer Reihe von Argumenten, die ich zum größten Teil sehr gut nachvollziehen kann. Eines der wesentlichen Argumente ist, dass sie sich keinerlei Injektionen geben lassen will und auch nicht Blut abnehmen lassen will, was immer zu Verwunderungen geführt hat, warum sie dies nicht will. Sie sagt, ihr damaliger Innenminister sei im Gefängnis an einer Hepatitis erkrankt. Und diese Hepatitis hätte er im Gefängnis erst bekommen, er hätte sie vorher nicht gehabt. Wir haben das nicht überprüft, das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber zumindest führt es bei ihr dazu, dass sie erhebliche Ängste hat, dass ihr etwas Ähnliches widerfahren könnte. Sie hat das Vertrauen auch deshalb verloren, weil die Diagnostik von Oktober bis Januar verzögert wurde, weil sie von Ärzten der ukrainischen Justiz als verhandlungsfähig erklärt wurde. Sie hat uns geschildert, dass sie in 4-Stunden-Rhythmen eine Bestätigung eines ukrainischen Arztes bekam, der gesagt hat, sie ist unter diesen Bedingungen verhandlungs- und vernehmungsfähig, obwohl sie diese Schmerzen gehabt hat. Sie hat uns gesagt, dass sie Schmerzmittel immer dann bekommen habe, wenn sie wieder bereit war, sich weitere Vernehmungen zu stellen. Wir haben das nicht überprüfen können, wie Sie verstehen. Ich will auch hier honorigerweise sagen, dass die ukrainischen Behörden dieser Darstellung widersprochen haben, aber zumindest sind das die Gründe, warum Frau Timoschenko es ablehnt, jetzt von Ärzten der Ukraine weiter behandelt zu werden. Sie hat dann einen sogenannten Rollator beantragt. Das ist ein Gerät, auf dem man sich abstützen kann, wenn man mit solchen Rückenbeschwerden laufen will. Dieses hat man ihr nicht genehmigt. Man hat dann, selbst als die Familie bereit war, ihr einen solchen Rollator zur Verfügung zu stellen und ihn selbst zu beschaffen, nicht erlaubt, dass sie diesen Rollator im Gefängnis benutzt. Sie hat das alles für sich so verarbeitet, dass man ganz bewusst ihr keine Situation schaffen will, in der sie schmerzfrei wird. Und das ist der Grund, warum sie sich kategorisch weigert, sich jetzt weiter von ukrainischen Ärzten behandeln zu lassen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir deshalb auch ganz erhebliche Zweifel daran haben, dass es uns möglich sein wird, in der Ukraine eine solche Therapie erfolgreich durchzuführen. Sie müssen wissen, dass zwischenzeitlich der ganze Prozess, wie wir als Mediziner sagen, chronifiziert ist. Das heißt, dass zwischenzeitlich auch physikalisch Veränderungen stattgefunden haben, die es sehr viel schwerer machen, diese Rehabilitation erfolgreich durchzuführen. Die Charité ist weiterhin bereit, Frau Timoschenko zu übernehmen und hier in der Charité eine entsprechende Behandlung durchzuführen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich Skepsis habe, ob es überhaupt möglich ist, durch eine Entsendung von einem oder von zwei Ärztinnen oder Ärzten in die Ukraine das Problem zu lösen, da eine Schmerztherapie und eine Rehabilitation bei diesem chronifizierten Prozess eine komplexe Behandlung eines großen Teams erfordert. Hier sehen Sie am Tisch einen Teil dieses großen Teams. Zu einer solchen Behandlung gehören neben Orthopäden, Neurochirurgen, Neurologen, Schmerztherapeuten, natürlich Physiotherapeuten, interventionelle Radiologen und selbstverständlich auch Psychotherapeuten. Denn wir wissen natürlich, dass die hohe Stressbelastung, die bei Frau Timoschenko verständlicherweise vorliegt, auch dazu führt, dass hier eine psychische Mitbehandlung stattfinden muss. Das heißt selbstverständlich nicht, dass Frau Timoschenko psychisch krank ist. Das würde Ihnen genauso gehen, wenn Sie über
mittlerweile mehr als 6 Monate heftige Schmerzen haben würden. In diesem Sinne wiederhole ich, wir sind bereit, Frau Timoschenko hier zu übernehmen. Die ukrainischen Behörden müssten dann bereit sein, den Strafvollzug für eine zumindest begrenzte Zeit auszusetzen und sie nach Deutschland zu bringen. Wir haben aber darüber hinaus, und das habe ich schon am Eingang meines Statements kurz gesagt, wir haben aber darüber hinaus jetzt auch eine Notwendigkeit gesehen, akut nochmal ihren Zustand zu kennenzulernen und dann gegebenenfalls unsererseits auch hier nochmal Ratschläge zu geben und vielleicht auch Frau Timoschenko ein Stück weiter zu beruhigen und zu helfen. Ich würde dann ganz gerne an meinen Kollegen Professor Haas das Wort geben, der Ihnen jetzt über die Situation im Krankenhaus in Kharkov berichten wird. Das ist ja auch der Hauptgegenstand der heutigen Pressekonferenz. Ja, meine Damen und Herren, noch eine kurze Ergänzung. Professor Einhäupel hat ja schon die Situation dargestellt. Er ist nicht so auf den letzten Besuch noch eingegangen, der ja am 17. April war, wo wir nochmal die Möglichkeit hatten, Frau Timoschenko zu untersuchen und ihren Gesundheitszustand zu evaluieren. Zusammen mit zwei ukrainischen Ärzten, einem Arzt aus der Kommission, der Ärztekommission der ukrainischen und dem Chefarzt des Krankenhauses, des Gefängniskrankenhauses, muss man sagen, haben wir Frau Timoschenko zusammen nochmal untersuchen und befragen können. Und der Gesamteindruck, und da sind wir auch autorisiert, das zu sagen, hat sich durch die Chronifizierung der Schmerzen, die bisher nicht in adäquater Weise behandelt worden sind, hat sich die Gesamtsituation deutlich verschlechtert. Das war im Verlauf von Februar bis April wahrzunehmen. Und dies ist auch von den ukrainischen Ärzten oder dem ukrainischen Arzt der Kommission, der mit uns bei der Patientin war, auch so wahrgenommen und bestätigt worden. Das nur als Hinweis auf den aktuellen, oder sprich vom 17. April, seitdem haben wir ja keine Untersuchung mehr durchgeführt und es ist ja sicher eine Verschlechterung eingetreten. Das kann man aus ärztlicher Erfahrung sagen, wenn jemand, der schon in nicht guter oder nicht guten Bedingungen ist, durch einen Hungerstreik, der ja wohl bestätigt, auch bestätigt wird von den ukrainischen Behörden, wird sich die Situation sicher nicht verbessern und das Gesamt Risiko auch aus medizinischer Sicht verschlechtern. Zu dem Krankenhaus, das wir anlässlich des letzten Besuches am 13. April besichtigt haben, muss man sagen, dass dort alles, das muss man fair sein, dort alles vorbereitet war, alles neu hergerichtet war, auch mit den für eine Rehabilitation notwendigen apparativen Einrichtungen, die zum Teil aus Deutschland bestellt wurden und nach unseren Vorgaben, ich hatte ja da in meinem ursprünglichen Gutachten vorgegeben, nach welchen Therapiemöglichkeiten oder welche Therapiemöglichkeiten zur Anwendung kommen sollten. Also rein von den äußeren mechanischen, apparativen, diagnostischen Möglichkeiten kann man an keine Mängel feststellen oder kann man sagen, dass das nicht ausreichend da wäre. Man hat natürlich, als ich dann detaillierter in die Konzepte mich erfragt habe, welche Therapiekonzepte, das war natürlich klar, dann kamen ein bisschen Schwierigkeiten, weil man natürlich auch nicht in 2 Stunden können Sie nicht prüfen, inwieweit die Therapeuten qualifiziert sind, nach unseren Vorstellungen in die Therapie durchzuführen. Das ist sicher das Hauptproblem und ob das jetzt nur sprachliche Übersetzungsschwierigkeiten waren oder ob es da tatsächlich dann Defizite ist, das können Sie in der Kürze der Zeit nicht detailliert eruieren. Dass gewisse Einrichtungen, wie zum Beispiel, was wir in so einem Fall machen würden, eben auch unter Wassertherapie im Schwimmbad, um das Gewicht des Körpers wegzunehmen, diese Möglichkeiten bestanden dort nicht. Also das war aber ein Teil, wo man sagen muss, das war auch unsere Vorschläge, das konnten sie nicht realisieren, das ist auch verständlich, wurden so schnell im Schwimmbad hergekommen.
Das Wesentliche ist bei diesen chronifizierten Schmerzen der modulare Therapieansatz, wie Professor Einhäute das auch dargelegt hat, mit praktisch täglich wechselndem oder festzustellenden Befund, der dann adäquat in die Schmerztherapie angepasst werden muss. Und das haben wir auch versucht, denen klarzumachen, dass wir da nicht von deutscher Seite aus mit einem zwei-, dreitägigen oder einwöchigen Besuch ist das nicht zu schaffen, denn die Therapie wird über Wochen, Monate gehen, da es eben schon chronifiziert ist. Und jeder, der auf dem Gebiet arbeitet, wird das bestätigen können. Und deshalb kann man mit einem kurzen Besuch, also selbst wenn zwei, drei Ärzte oder Therapeuten nach Charkow gehen würden, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da könnten wir nicht effektiv was erreichen. Und das könnte vielleicht dazu dienen, dass man feststellt, dass die Konzepte unterschiedlich sind und nicht dementsprechend, wie wir es uns vorstellen. Soweit zu der Ausstattung und der therapeutischen Möglichkeiten vor Ort. Aber das große Problem, das sehe ich wie Herrn Einhäupel auch, ist das extreme Misstrauen dann von der Patientin gegen die Ärzte vor Ort. Ist ja auch, sage ich mal, nachvollziehbar für jeden, wenn ich von einem Arzt vorher eben meine Krankheit nicht wahrgenommen wurde oder nicht akzeptiert worden ist, dass ich dann da ein gesundes Misstrauen habe. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Können Fragen stellen. Jetzt mache ich das einfach, weil ich hier vorne gut sehe. Ja, Herr Professor Einhäupel, zwei Fragen. Würden Sie so weit gehen zu behaupten, dass die Ärzte dort, die behandelnden Ärzte, sich von der Strafjustiz oder wem auch immer instrumentalisieren lassen? Und Frage 2, gibt es eine Meinungsäußerung, die Ihnen bekannt geworden ist, ob vielleicht die Patientin selbst eine Linderung sich erhoffen könnte, wenn Ärzte kommen aus Deutschland, auch wenn das sicherlich jetzt nach Ihrer Schilderung eine suboptimale Lösung wäre? Zur Frage 2 kann ich ganz schnell antworten. Das würde sie, das hat sie sogar explizit geäußert. Sie hat uns gebeten, die Behandlung mit zu übernehmen. Das ist natürlich der Wunsch einer Patientin, die auf uns einen sehr verzweifelten Eindruck gemacht hat. Wir müssen aber neben diesem Erfüllung dieses Wunsches natürlich auch darauf achten, dass im Gesamtkonzept einer Rehabilitation das Ganze dann am Ende auch zu einem Erfolg führt, weil die Bedingungen entsprechend sind. Zu Ihrer ersten Frage. Ich will keine Unterstellungen machen und ich will auch keinem Kollegen der Ukraine unterstellen, dass er hier instrumentalisiert worden ist. Es gibt Irrtümer in der Medizin, die passieren auch außerhalb der Ukraine und es ist zumindest so gewesen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die dort verantwortlich waren, ganz offensichtlich, da würde ich mich heute sehr weit vorwagen, das Krankheitsbild zunächst einmal nicht ernst genommen haben, denn sonst würde ich nicht verstehen, warum man bei einem akuten Bandscheibenvorfall die Diagnostik, das Kernspintomogramm oder das Computertomogramm, beides ist dabei hilfreich, fast 3 Monate verzögert hat, vom 5. Oktober bis zum 7. Januar. Professor Einhäupel, wie schätzen Sie denn die Bereitschaft der ukrainischen Behörden ein, tatsächlich Ihrem Vorschlag nachzugehen, Frau Timoschenko ausreisen zu lassen? Gab es da schon irgendwie ansatzweise Signale, die Sie empfangen haben? Es gibt auf politischer Ebene, das weiß ich, Gespräche mit den ukrainischen Behörden auf sehr hoher Ebene, darüber eben eine Entscheidung herbeizuführen. Die Gespräche, die wir mit den ukrainischen Staatsanwälten, mit den ukrainischen Gefängnisbehörden geführt haben, haben das im Moment mir noch nicht sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. Es müsste ja eine Aussetzung des Strafvollzugs entschieden werden. Man hat davon gesprochen, dass man dazu die Gesetze ändern würde. Zunächst mal würden wir uns fragen, wie kann man so schnell Gesetze ändern, aber das scheint in der Ukraine durchaus möglich zu sein. Allerdings haben wir bisher noch keinen Ansatz gesehen, dass ein solches Gesetz kurzfristig geändert wird und dann die Patientin aus der Ukraine in die Charité oder in ein anderes europäisches Krankenhaus, es muss ja nicht immer die Charité sein, verlegt werden könnte. Sie haben es aber nicht vollständig ausgeschlossen. Sie haben immer wieder erwähnt, es wäre theoretisch machbar, es müsste eine Gesetzesänderung
auf den Weg gebracht werden, die aber relativ kurzfristig möglich wären. So wurde es auch im offiziellen Reichen insbesondere in den Verhandlungen dargestellt. Herr Kollege Dort. Ja, Einhöcke, Sie haben an die Frage bei dem Eingang beantwortet. Das heißt, Medizin und Politik benutzen auch leider zwei den Fußball, Sport und Politik. Wir wissen, dass da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich zum Beispiel Psychologe habe da eine ganz andere Meinung. Das heißt, man kann diese Dinge jetzt nicht trennen. Das ist meine Frage: Wie weit sind Sie begleitet worden von politischen Vertretern aus der Bundesrepublik? Wie weit war die deutsche Botschaft im Kiel beteiligt? Wie weit ist hier der Einfluss in das Gespräch mit der ukrainischen Botschaft? Als letztes heute Morgen stand in der Zeitung, dass unser Innenminister Herr Friedrich während seiner Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft dann Kontakt aufnehmen möchte. Das sind für mich so also Fragen, die ich immer wieder stelle und Antworten, wo wir gleich auch schon bedauern, zur Kenntnis nehmen. Zunächst muss man vielleicht kurz noch mal erwähnen, dass die Einladung, in die Ukraine zu fahren, im Februar und Frau Timoschenko zu untersuchen und Empfehlungen zu geben, nicht von der Politik ausgingen, sondern von der Familie Timoschenko ausging, die sich dann hier an entsprechende Stellen gewandt hat und uns dann gebeten hat, das zu übernehmen. Wir haben bei der zweiten Reise einen Begleiter des Bundeskanzleramtes dabei gehabt und auch bei der dritten Reise, die wir gemacht haben, war dies so. Ich halte das auch für gerechtfertigt, denn mittlerweile, das ist ja auch der Grund, warum Sie hier so zahlreich vertreten sind, hat das Ganze natürlich eine mindestens europapolitische Dimension bekommen. Und deshalb ist es verständlich, dass die politische Seite sich hier mit einbringt. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass wir von keiner politischen Institution bisher in irgendeine Richtung gedrängt wurden, sondern dass man uns immer wieder hier die Frage stellt, wie geht es Frau Timoschenko? Ist Frau Timoschenko in akuter Gefahr? Ich will nicht verleugnen, dass man uns sehr darum gebeten hat, von hoher politischer Seite, dass wir auf keinen Fall zulassen, dass bei Frau Timoschenko eine bedrohliche Situation eintritt, eine lebensbedrohliche Situation eintritt. Die Frage nach der Botschaft, ja, wir sind dort von der deutschen Botschaft empfangen worden. Bei dem ersten Besuch war es ja nicht nur eine deutsche Delegation, sondern in der internationalen Kommission waren auch kanadische Ärzte mit dabei und deshalb auch die kanadische Botschaft in Person des Botschafters, ebenso wie der deutsche Botschafter Herr Heimsöth, uns begleitet hat. Bei der Untersuchung von Frau Timoschenko waren diese Behörden nicht dabei. Das haben die Ärzte, hat die ärztliche Seite alleine gemacht, da waren nur Ärzte vertreten. Herr Professor Einhäupel, Sie sagten gerade, Sie sind gebeten worden, darauf zu schauen, dass da keine lebensbedrohliche Situation eintritt. Können Sie das sagen? Also sehen Sie die Gefahr einer lebensbedrohlichen Situation und sehen Sie in Anbetracht einer mehrmonatigen Verweigerung einer Schmerztherapie da einen Begriff wie Folter für angebracht? Und würden Sie sagen, das Angebot der Charité steht, würden Sie so weit gehen, einen Appell zu formulieren an den ukrainischen Präsidenten zum Beispiel, die sagen, die Patientin erscheint Ihnen verzweifelt, also einen Appell direkt als Mediziner zu formulieren an die ukrainische Führung, Frau Timoschenko nach Deutschland ausreisen zu lassen? Zunächst zu der letzten Frage. Ich habe das nicht appellativ formuliert, aber ich glaube, Herr Haas und ich haben an mehreren Stellen deutlich gemacht, dass wir die Therapie von Frau Timoschenko übernehmen würden in der Charité. Wir haben deutlich gemacht, dass wir eigentlich nur außerhalb der Ukraine eine große Chance sehen, die Patientin wieder zu rehabilitieren. Und wenn Sie wollen, dass ich das ja appellativer sage, als ich es bisher getan habe, dann tue ich das hiermit sehr gerne. Ich würde an den ukrainischen Präsidenten appellieren, seien Sie ein humanitärer den humanitären Werten verpflichteter Präsident und lassen Sie sie zur Behandlung in das europäische Ausland ausreisen.
Zur Frage der Folter will ich keine Stellung nehmen. Ich bin nicht in der Lage zu entscheiden, inwieweit die am Anfang nicht ausreichend durchgeführte Therapie und die auch jetzt nicht optimale Therapie, man muss ja auch die Bedingungen erkennen, Ausdruck einer bewussten Haltung waren, also einer gezielten Maßnahme ist nicht zu tun, und wie weit es einfach mangelnde diagnostische Sicherheit oder mangelndes Vertrauen in die Symptome gewesen ist. Deshalb würde ich mich hier jetzt nicht zu dieser Frage äußern können. Den ersten Teil der Frage habe ich jetzt lebensbedrohlich. Ein Hungerstreik ist grundsätzlich in den ersten Tagen bis Wochen, das hängt von der Situation eines Menschen ab, noch nicht lebensbedrohlich. Man muss allerdings dazu sagen, dass in der Situation von Frau Timoschenko, die ja schon seit vielen Monaten jetzt eine erhebliche Stresssituation aushalten muss, das natürlich sehr viel schneller zum Aufbrauch von Reserven führt, dass darüber hinaus durch die langzeitige Medikation, die sie bekommen hat, die fast immer, also Schmerzmittel und antiphlogistische, also entzündungshemmende Substanzen, sind immer magen- und darmschädlich. Und deshalb gehen wir davon aus, dass es hier schon zu einer Vorschädigung gekommen ist. Hinzu kommt ein Risiko, auf das Herr Haas an mehreren Stellen hingewiesen hat, nämlich dass natürlich durch die Bettlägerigkeit und die mangelnde Belastung der Muskulatur, die sie wegen ihrer Schmerzen eben nicht belasten kann, dass dadurch eine Thrombosegefahr besteht, und durch eine Thrombosegefahr ist natürlich auch sehr schnell eine Emboliegefahr vorhanden, die dann akut zu einem akuten Problem führen kann. Dies hat übrigens auch einer der ukrainischen Kollegen, die in dieser internationalen Kommission mitgewirkt haben, schon bei unserem letzten Besuch in der Ukraine ganz deutlich gemacht. Das Thromboserisiko hält dafür sehr hoch, und er ist Internist und hat deshalb auch gesagt, wir müssen etwas tun, um sie aus diesem Problem herauszuführen. Herr Reinhold, Sie hatten vorhin angedeutet, dass es sehr bald noch einmal Besuch bei Ihrer Patientin geben wird von Seiten der Charité, können Sie das zeigen und von den Umständen her ein wenig konkretisieren? Also ich will noch mal deutlich machen, es gibt zwei Gründe für einen Besuch. Der eine Grund ist, sich jetzt um die akute Situation zu kümmern. Ich habe heute Bilder gesehen, die uns zugestellt wurden, wo Frau Timoschenko, zumindest soweit man das auf den Bildern beurteilen kann, aber ganz offensichtlich Hämatome hat. Es wird ja behauptet, sie sei Blutergüsse, Hämatome sind Blutergüsse. Es wurde ja auch gesagt, dass es wohl zur Gewaltanwendung gekommen ist bei der Verlegung, und der Hungerstreik, der bei unserem letzten Besuch ja noch nicht eingesetzt hatte, die verschärfen natürlich jetzt die Gesamtsituation, und als Ärzte fühlen wir uns auch verpflichtet, uns darum jetzt zu kümmern, und darum werden wir zeitnah, Sie haben die Frage gestellt, wann, ich würde mal sagen, in den nächsten 7 Tagen, werden wir Frau Timoschenko versuchen aufzusuchen. Das muss mit den ukrainischen Behörden noch natürlich abgesprochen werden, und wir müssen auch die Gelegenheit finden, dorthin zu fliegen. Die andere Frage ist die dann der gemeinsamen Behandlung, also das heißt der Entsendung von Ärzten der Charité in das Krankenhaus in Kharkov. Und ich habe Ihnen vorher schon gesagt, wir prüfen das gerade, wir werden auch sehr zeitnah hier zu einer Beurteilung kommen. Aber Sie werden alle verstehen, dass wir nicht ein ganzes Ärzteteam der Charité, das ja auch hier gebraucht wird in Berlin, nach Kharkov entsenden können. Und ob es viel bringen wird, wenn ein oder zwei Ärzte in Kharkov sein werden, das vermag ich im Moment einfach nicht vorauszusagen. Geben Sie uns da bitte noch ein wenig Zeit, um darüber wirklich hier zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Darum sitzen ja auch die anderen Kollegen, ein Teil unseres Schmerzteams hier, um dann noch eine Antwort zu finden. Jetzt gehen wir wieder mal zur Rüber und rüber. Herr Einhöppel, die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat auf ihrem Vorschlag, Frau Timoschenko hier in der Charité zu behandeln, folgendermaßen reagiert. Sie haben gesagt, in den ukrainischen Gefängnissen sitzen noch Hunderte von gewaltigen Gefangenen, die ähnliche Diagnose, ähnliche Probleme haben.
Wäre denn die Charité auch bereit, die Frauen hier aufzunehmen? Also was, wie würden Sie das kommentieren? Und dann noch eine Frage, falls Frau Timoschenko hier kommt, wäre sie dann überhaupt die erste ausländische Gefangene, die in der Charité behandelt wurde? Oder gab es schon hier Gefangene zu behandeln aus dem Ausland? Sie sprechen jetzt nicht nur von ausländischen Patienten, die wir hier natürlich sehr, sehr häufig behandeln, sondern Sie sprechen von im Ausland Gefangenen, die hier behandelt werden. Ich muss Ihnen sagen, dass ich selber, ich habe das aber nicht in der Geschichte der Charité recherchiert, wir haben hier in der Charité immer wieder und gar nicht so selten deutsche Gefangene, die in der Charité behandelt werden, zum Teil mit Bewachung durch die Gefängnisbehörden, zum Teil durch Aussetzung der Strafe. Auch das ist ja ein übliches Verfahren in allen entwickelten Ländern der Welt. Wir haben aber hier an der Charité eine Arbeitsgruppe für Folteropfer. Damit will ich nicht die Parallele der Folter jetzt hier suggerieren, aber hier behandeln wir natürlich ausländische Gefangene, denen im Ausland Folter zugefügt wurde. Allerdings sind dieses in der Regel Menschen, die dann nach Abschluss der Haft oder nach Entlassung aus der Haft hier behandelt werden. Die zweite Frage war nach der Überstellung aller anderen ukrainischen Patienten mit Rückenschmerzen an die Charité. Das ist sicher eine nicht ganz unberechtigte Frage. Aber darauf wird natürlich angespielt, wie soll die Ukraine mit ihren gesetzlichen Verpflichtungen Menschen, die verfolgt werden von der ukrainischen Justiz, wie soll sie damit umgehen? Soll sie sie alle herauslassen? Ich glaube, dass bei Frau Timoschenko schon einige besondere Bedingungen vorliegen. Frau Timoschenko ist jetzt sozusagen der Kristallisationspunkt eines europäischen Konfliktes. Und damit hat das Ganze auch eine politische Dimension. Das Zweite ist, ich glaube, dass Frau Timoschenko in den vergangenen Monaten in ihrer ukrainischen Haft nicht adäquat behandelt wurde. Man könnte dem zumindest ein klein wenig Wiedergutmachung zuteil werden lassen, dass man sagt, und deshalb geben wir jetzt die Möglichkeit, dass sie in der Charité behandelt wird. Also ich meine, man kann sicher sagen, wir behandeln Patienten aus der ganzen Welt und zwar auch aus allen Schichten, also nicht nur die sich das leisten können, sondern es gibt auch Programme, die Charité aufgelegt hat, dass Patienten, die sich das nicht leisten können aus der dritten Welt, werden hier auch behandelt. Wenn der Bedarf da ist, wird jeder hier behandelt und wenn die ukrainische Regierung für die Kosten dann jetzt, sagen wir, für diese Masse aufkommt, würden wir sicher darauf reagieren. Und nur das ist meine Frage, die Kosten für die Reise, für die Behandlung jetzt trägt die Bundesregierung, die Charité, St. Berlin? Also die Kostenfrage halte ich in diesem Kontext jetzt nicht für die ganz entscheidende Frage, aber sie ist berechtigt und darum würde ich sie auch gerne beantworten. Die erste Reise wurde von der Familie Timoschenko bezahlt, das war ja auch Veranlassung von Frau Timoschenko. Die Reise jetzt in das Krankenhaus ist von den ukrainischen Behörden finanziert worden, ist ja auch auf Wunsch der ukrainischen Behörden, hat sie stattgefunden. Ich hoffe, dass das die Antwort ist auf Ihre Frage. Wenn sie nach Berlin kommt, wird es sicherlich die Frage geben, wer diese Kosten übernimmt. Aber ich gehe davon aus, dass wiederum die Familie, die Tochter der Patientin, dann diese Kosten übernehmen wird. Ich kann Ihnen sagen, dass wir einfach aus rein rechtlichen Gründen an der Charité sie nicht einfach kostenlos behandeln dürfen, denn da würde uns sofort der Rechnungshof erhebliche Probleme machen. Aber ich glaube, das Problem ist das kleinste, das es zu lösen gilt. Also, das hatte ich ja schon gesagt. Von der Ausstattung her, glaube ich, ist das im Moment sicher in der Ukraine für diesen Bereich gehört das sicher mit zu den gut oder best ausgestatteten. Das ist alles über die letzten Wochen auf Weststandard, wenn ich das mal so sagen darf, gebracht worden. Also das hatte ich ja auch gesagt, daran ist nicht zu äußern. Die Problematik ist an den Konzepten, an den modularen Behandlungskonzepten. Das hat Professor Einhäupel ja gesagt, da sind ja 6, 7 Disziplinen daran beteiligt und die apparative Ausstattung, die Trainingsgeräte sind ja nur ein kleiner Teil und der ist sicher komplett gegeben, also von der Seite aus gibt es keine Kritik. Liegen Sie direkt nach Charkow?
Fliegen Sie direkt nach Charkow? Wir sind einmal direkt nach Charkow geflogen, wir sind über Kiew geflogen, das glaube ich aber, da gibt es keine Frage. Okay. Die Kollegin vielleicht. Ja. Die Kollegin. Okay. Ich wollte nochmal an den Anfang anrufen. Sie haben gesagt, es gibt jetzt nicht wirklich, dass Sie oder ein Team der Charité nach Charkow fliegt und Frau Timoschenko da machen wird. Andererseits haben Sie vielfach ausgeführt, das ist nicht mit 1 oder 2 Wochen getan, das dauert Wochen mehr. Warum können Sie dann nicht jetzt gleich sagen, mit den ganzen Erfahrungen, die Sie da schon gesammelt haben und Nachrückstraßen mit den Kollegen, es wird nicht möglich sein, dieser Bitte nachzukommen, dass man Frau Timoschenko da in der Ukraine behandelt. Es gibt nur die Möglichkeit, sie adäquat zu behandeln, wenn man sie außerhalb der Ukraine behandelt. Ich meine, im Prinzip auch, also, das, was Sie gesagt haben, ist ja logisch. Aber Sie müssen natürlich auch bedenken, wir können jetzt nicht einfach darüber hinwegsetzen, wir müssen das schon prüfen. Wir haben zwar den Eindruck, dass der Ausbildungsstand in Bezug auf diese Behandlung nicht dem unseren Standard hier entspricht. Und ich glaube, man sollte das auch immer wieder prüfen, bevor man dann wirklich so ex cathedra herabsagt, das geht da nicht. Aber wir haben uns ja gefragt nach dem Eindruck und nach den bisherigen Informationen, die uns vorliegen, habe ich erhebliche Zweifel, dass wir das eben dort vor Ort und auch schon aus logistischen Gründen, wir können nicht ein Team mit 6, 7 Ärzten und die bräuchten wir dafür Wochen und Monate abstellen, in der Ukraine zu behandeln. Das ist auch für uns nicht stemmbar. Insofern geht das ein bisschen in die Richtung, dass es dann einfacher ist, den Patienten dorthin zu bringen, wo alles ist, als alles aufzubauen, um einen Patienten Frau Borka, Ihre Frage ist ja vor allem gewesen, warum sagen wir nicht einfach gleich nein? Die Antwort ist, wir müssen einfach versuchen, hier unter den gegebenen Bedingungen das Optimale für Frau Timoschenko aus ärztlicher Sicht herauszuholen. Und wenn es nicht möglich ist, die optimale Situation zu realisieren, dann können wir uns nicht verwehren oder verweigern, eine zwar suboptimale, aber besser als gar nichts zu tun, eine Situation zu machen. Aus politischen Gründen wäre es möglicherweise viel wichtiger und besser zu sagen, es geht nicht, wir machen es auch nicht. Aber hier geht es um die Gesundheit einer Frau, einer Patientin, das ist unsere Patientin, und deshalb müssen wir hier auch bereit sein, den Kompromiss einzugehen, der natürlich nicht optimal ist. Also wenn ich da nochmal nachfragen darf, dann wären Sie also bereit, wenn die Ukraine sich völlig gegen die Weile Frau Timoschenko aushalten zu lassen, über mehrere Wochen auch 2, 3, 4 Ärzte in die Ukraine zu entsenden. So versteht sie es. Also die Antwort ist, wir haben uns ja bisher, obwohl wir schon im Februar deutlich gemacht haben, dass die Ausreise von Frau Timoschenko der wahrscheinlich einzig vernünftige Weg ist, das Problem in den Griff zu kriegen, auch jetzt immer wieder dazu bereit erklärt, ich sag mal, Zwischenschritte zu machen. Wir werden sicherlich, oder ich sag's anders, ich habe erhebliche Skepsis, dass es gelingen wird, auch mit Beteiligung von 2 oder 3 Ärzten in der Ukraine das Problem zu lösen. Außerdem haben wir momentan, das ist ja das, was wir momentan auch hier untersuchen in der Charité, einfach gar nicht die Möglichkeit, jetzt beliebig viele Ärzte über mehrere Wochen in die Ukraine zu schicken. Also unabhängig mal von der Kostenfrage, die wollen wir ja gar nicht diskutieren, unabhängig mal davon, es kann ja nicht jetzt ein beliebiger junger Assistent dorthin geschickt werden, sondern das müssen ja dann auch wirklich erfahrene Therapeuten sein. Auch unsere jungen Assistenten hier werden durch erfahrene Therapeuten, wie sie hier zum Teil am Tisch sitzen, werden durch die angeleitet. Und einen beliebig großen Pool an erfahrenem Personal hat auch die Charité nicht. Herr Professor Einhäubel, haben Sie eine Erklärung für den Appell der ukrainischen Regierung? Ist das ein Versuch,
die Situation zu entschärfen unterhalb der Ebene der Ausreise? Ich denke, dass es dort das wahrscheinlichste Motiv ist, jetzt einen Weg zu gehen, der ja auch diesen politischen Konflikt, der es mittlerweile ist, Sie wissen, dass der Bundespräsident seine Reise abgesagt hat, diesen politischen Konflikt zu entschärfen. Die beste Möglichkeit, diesen politischen Konflikt zu entschärfen, wäre, sie ausreisen zu lassen, die Haft auszusetzen und damit auch eine Geste der Humanität eben nach Europa zu senden. Ob die ukrainische Regierung ganz in der Lage sein wird, kann ich nicht beurteilen. Zusatzfrage, falls Sie jetzt absagen sollten, nach reichlicher Überlegung, müssten Sie dabei das Risiko einkalkulieren, dass die Patientin vielleicht zusätzlich belastet und auch depressiv würde dadurch? Ich kann Ihnen sagen, dass wir auf keinen Fall Entscheidungen treffen werden, wo wir die Patientin mit ihren Problemen alleine lassen. Also wir werden uns auf keinen Fall dem weiteren Prozess verweigern, wie wir das auch nicht getan haben. Aber wir werden natürlich schon von vornherein sagen, welche Chancen wir dabei sehen, das Problem, das Gesundheitsproblem von Frau Timoschenko zu lösen.